Eine Frage zu Beginn, mal ganz kurz. Macht mal Lärm, wenn ihr Fußballfans seid. Okay. Macht Lärm, wenn ihr Bayern-Fans. Bayern? Okay. Schalke? Köln? BVB? Gibt's sonst noch was? Alle anderen? Sehr gut. Wer von euch ist Fan von einer Band? Habt ihr so Poster im Zimmer hängen? Fans? Gut, ja. Okay, wer von euch ist Fan von Bio-Essen? Ja, gut. Fan von irgendeiner Politik? Irgendeiner Partei? Okay, ihr seid ganz still. Gut. Fans erkennt man manchmal sehr deutlich, so extreme Fans, das sieht man sofort, wo die hingehören. Ich habe mal ein paar Bilder mitgebracht, extreme Fans, da weißt du sofort, okay, die sind wirklich, die gehören dazu, ne? Die sind Fans von einer Mannschaft, von einer Partei, von einer Band, du weißt, okay, die sind voll dabei. Aber bei ganz vielen Dingen, da weiß ich gar nicht, ob du Fan bist oder nicht, wenn du nicht drüber erzählst. Was für ein Fußballfan du bist, erkenne ich, wenn du ein Trikot anhast, aber sonst eigentlich nicht, es sei denn, du erzählst mir davon. Du gibst ein Bekenntnis. Und darum soll es heute gehen, das ist mein Thema, dein Bekenntnis. Und ich verrate euch jetzt schon, heute im Gottesdienst wird es 6 Leute geben, mindestens, die ein Bekenntnis geben, zu welcher Mannschaft sie gehören, wovon sie Fan sind. Sie wollen sich zum Glauben bekennen durch die Taufe. Und das ist eins der vielen Dinge, das in der Taufe passiert. Wir bekennen etwas. Und diese 6 Leute werden heute bekennen, dass sie Fans sind von Jesus, beziehungsweise noch mehr als Fans. Die Bibel sagt, wir sind Nachfolger. Ich weiß nicht, Fußballfans sind ja manchmal sprunghaft, so wenn es gut läuft und die Tore schießen. Und wenn so Abstieg, so dann. Jesus Fan zu sein bedeutet, wir sind Nachfolger. Wir sind mit Jesus dabei in guten und in schlechten Zeiten. Wir sind Nachfolger und wir glauben daran, dass er unser Leben verändert hat. Dein Bekenntnis ist mein Thema heute Morgen und ich glaube, da liegt ganz, ganz, ganz viel Kraft drin. Und ich habe einen Bibeltext mitgebracht, wo das alles drinsteckt. Und wir machen es heute mal andersrum. Ich lese zuerst den Text und dann reden wir drüber. Okay? Und wir machen noch was Besonderes, dachte ich mir. Wir stehen heute mal zur Textlesung auf. Weil ich merke, dann können wir besser die Dinge aufnehmen, dann sind wir irgendwie wacher. Seid ihr wach? Gut, die erste Reihe, Bernhard ist wach. Noch jemand? Gut. Wir lesen Römer 10, Vers 9. Wenn ihr also mit dem Mund bekennt, Jesus ist der Herr, und im Herzen glaubt, dass Gott ihn vom Tod auferweckt hat, werdet ihr gerettet. Wer mit dem Herzen glaubt, dass Gott ihn vom Tod auferweckt hat, wird gerettet. Nee, wer mit dem Herzen glaubt, wird vor Gott als gerecht anerkannt und wer mit dem Mund bekennt, wird im letzten Gericht gerettet. So steht es in der Heiligen Schrift. Wer ihm glaubt und ihm vertraut, wird nicht zugrunde gehen. Das gilt ohne Unterschied für Juden und für Nichtjuden. Sie alle haben einen und denselben Herrn, Jesus Christus. In seinem Reichtum schenkt er allen, die sich zu ihm als ihren Herrn bekennen, ewiges Leben. Es heißt ja auch, alle, die sich zum Herrn bekennen und seinen Namen anrufen, die werden gerettet. Jetzt wichtiger Punkt. Sie können aber sich nur zu ihm bekennen, wenn sie vorher zum Glauben gekommen sind. Sie können nur zum Glauben kommen, wenn sie die Botschaft gehört haben. Die Botschaft aber können sie nur hören, wenn sie ihnen verkündet worden ist. Und sie kann ihnen nur verkündet werden, wenn Boten mit der Botschaft ausgesandt worden sind. Aber genau das ist geschehen. Es ist eingetroffen, was vorhergesagt war. Welche Freude ist es, wenn die Boten kommen und die gute Nachricht bringen? Kann ich ein Amen hören, Kirche? Amen. Jawohl, ihr dürft euch wieder setzen. Und wir sind bei meinem ersten Punkt. Ich habe ihn genannt, Veränderung erleben. Heute sind hier 6 Leute, die sich taufen lassen wollen und die haben eine Veränderung erlebt in sich drin. Ist etwas passiert, das hat sie verändert. Und meine Frage ist, was unterscheidet eigentlich jemand, der an Gott glaubt, von jemandem, der nicht an Gott glaubt? Also was,
was ist mit diesen Leuten, die hier ins Wasser reintauchen? Sind die dann irgendwie heiliger? Müssen die irgendeinen Regelkatalog erfüllen? Haben die dann so einen Heiligenschein? Also was macht eigentlich einen Christen aus? Und das erste Thema, Veränderung erleben. All diese Leute, die heute eine Entscheidung treffen, haben eine Veränderung in sich erlebt. Und wenn ich immer Leute frage, hey, was bedeutet denn Christsein, gibt es die unterschiedlichsten Antworten und Thesen. Und ich merke, es gibt noch so eine falsche Vorstellung, dass Leute denken, wenn ich zu Gott gehöre, dann geht es darum, dass ich moralisch richtig lebe. Dann geht es darum, dass ich keine Drogen nehme, nicht zu schnell Auto fahre, nicht rauche, kein Sex vor der Ehe. So ganz viele Dinge, so dann bist du Christ, wenn du all das nicht machst. Ich verrate euch, was Christsein ist, es ist was ganz, ganz anderes. Es geht hier nicht darum, dass wir Fehler im System reparieren und sagen, hey, das System ist kaputt, streng dich mehr an, dass du ein besserer Mensch bist. Die Bibel sagt, wir Menschen haben ein Herz aus Stein. Und was Gott macht, ist, dass er nicht hingeht und sagt, hey, komm, das Herz ist aus Stein, aber hey, wir malen das mal ein bisschen schön an. Wir sprühen ein bisschen Parfüm drauf. Ja, wir machen das, die Ecken so ein bisschen runder. So, Gott versucht nicht, das System zu reparieren und zu sagen, hey, vielleicht strengst du dich ein bisschen mehr an, dann sieht es schöner aus. Sondern was die Bibel sagt, ist, dass unser komplettes Betriebssystem erneuert wird. Nicht die Fehler ausgemerzt, sondern neues Betriebssystem. Und die Bibel sagt, Gott nimmt unser Herz aus Stein, nimmt es weg und gibt uns ein ganz neues Herz. Die Bibel sagt, ein Herz aus Fleisch. Versteht ihr? Geht nicht darum zu sagen, hey, streng dich mehr an, damit du Christ wirst, sondern du kriegst ein neues Betriebssystem. Lese ich euch vor, Altes Testament, Hesekiel 36. Ich, sagt Gott, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust raus und schenke euch ein Herz, das lebt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben, die auf meine Gebote achten und sie befolgen. Vielleicht kennst du einige der Täuflinge hier und fragst dich, hey, warum sind die so fröhlich? Was ist los mit denen? Und ich verrate es euch, die haben eine Herztransplantation bekommen. Die haben das steinerne Herz raus und haben ein lebendiges Herz bekommen, haben ein neues Betriebssystem. Und ja, wir Menschen sind nicht perfekt. Und ja, wir machen Fehler. Auch ich mache Fehler. Aber das ist die gute Nachricht, dass Gott sagt, ich habe für deine Fehler bezahlt. Und genau das feiern wir in der Taufe. Jemand anders hat meine Schuld bezahlt. Auch das lese ich mal vor, damit ihr mir glaubt. Kolosser 2, Vers 14. Den Schuldschein, also das, was ich falsch gemacht habe, wo Gott alles aufschreibt und sagt, hier, das alles war falsch. Den Schuldschein, der uns wegen der nicht befolgten Gesetzesvorschriften belastete, also alles das, was wir falsch machen, hat er für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Amen. Kann ich ein lautes Amen? Yes. Das ist die gute Nachricht. Und darum geht es, wenn wir sagen, wir glauben, wir bekennen. Die Menschen, die sich taufen lassen, sagen, ich bekenne mich hierzu, ich glaube das. Und das haben wir gerade gelesen. Wenn wir mit dem Mund bekennen, Jesus ist der Herr, und im Herzen glauben, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, werden wir gerettet. Und ich liebe es, mir solche Texte genau anzuschauen. Ich habe so ein bisschen geguckt, was steht da im Griechischen für dieses Wort Taufe. Und es ist total spannend. Das gleiche Wort wurde verwendet, wenn man Tücher gefärbt hat. Wenn man ein weißes Tuch wollte und es sollte rot werden, hat man es in rote Farbe hinein getauft. Und ich habe versucht zu gucken, gibt es irgendwo außerhalb der Bibel, hat jemand noch dieses Wort verwendet und wenn ja, was bedeutet das denn, Taufe? Und ich habe einen Typen gefunden, so ein Geschichtsschreiber, Historiker, Flavius Josephus, und der erzählt eine Geschichte von einem Schiffbruch, wie 600 Leute Schiffbruch erleiden. Und er benutzt genau dieses Wort Taufe, wenn er davon erzählt, dass das Schiff
untergegangen ist. Das Schiff wurde hineingetauft ins Meer. Und ich fand das so eine schöne Symbolik. Genau das passiert in der Taufe. Unser altes Leben, das, was wir versuchen zu regieren, wo wir sagen, hey, komm, ich schaffe das irgendwie im Sturm. Das alte Leben geht unter. Auf den Meeresgrund sinkt es. Und Gott sagt, ich gebe dir ein neues Leben. Versuch nicht, das alte Wrack zu reparieren, sondern nimm das neue Betriebssystem, nimm das neue Herz, das ich dir schenke. Erster Punkt, Veränderung. Bernhard, du bist dabei, was mit dem Rest? Veränderung? Danke, gut, dass ihr da seid. Zweiter Punkt habe ich genannt, Veränderung bekennen. Denn das haben wir gerade gelesen, wenn ihr mit dem Mund bekennt, Jesus ist der Herr, im Herzen glaubt, dass Gott ihn auferweckt, dann werdet ihr gerettet. Und es ist beides. Es geht nicht darum, dass ein Bekenntnis dich rettet, es ist Bekennen und Glauben. Also das, was wir glauben, bekennen. Nicht das Bekenntnis an sich rettet dich, sondern, das habe ich am Anfang erklärt, das Bekenntnis macht etwas sichtbar, was in dir drin passiert ist. Was sonst ja keiner weiß, weil keiner kann in dich hineinschauen. Indem du es aber bekennst, wie ein Fußballfan, indem du sagst, was in dir passiert ist oder dich taufen lässt, wird dieses Bekenntnis sichtbar. Und ich habe euch dafür mal ein Beispiel mitgebracht von meiner Frau als Video und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. So, für diesen zweiten Predigtpunkt dachte ich, bringe ich mal meine Frau als Beispiel mit, falls ihr sie noch nicht kennt. Jorinna Harte, die tollste Frau auf diesem ganzen Planeten. Meine Frau, yes. Und ich dachte, dieses Thema Veränderung bekennen ist ja auch ein ganz wichtiges für die Ehe, Thema Kommunikation. Schatz, sag mal, was sind so deine Gedanken dazu? Total wichtig, Kommunikation ist wirklich key. Der Schlüssel zu Beziehungen, zu Freundschaften, zu Ehe. Total wichtig, dass wir miteinander sprechen, bekennen, wie es uns geht. Ich kann nicht seine Gedanken lesen. Du kannst nicht meine Gedanken lesen. Noch nicht. Nee, und das ist total hilfreich, Männer. Deswegen bekennt, wie es euch geht, damit wir Frauen wissen, wie wir euch helfen können. Genau, deswegen muss ich nämlich auch bekennen. Und das ist voll wichtig, wie es mir geht, dass ich Kopfschmerzen habe, dass ich müde bin. Sagen, boah, Dani, greif mir unter die Arme, hilf mir. Ich brauche deinen Support, ich brauche deine Hilfe. Und genauso ist es auch seit 11 Wochen. Geht es mir nicht so gut, bin total müde, ausgelaugt, schlapp und möchte nur schlafen und muss das bekennen, wie es mir geht. Jetzt in den letzten Wochen, wenn ich mit Freunden unterwegs war, habe ich das noch nicht getan, um zu sagen, boah, wie geht es mir? Und das ist total wichtig zu sagen, boah, bei mir passiert eine Veränderung in mir. Um das zu bekennen, muss ich das laut sagen. Und das mache ich heute. Denn wir sind schwanger! Another baby. Oh. Yes! Ich fand, das passte so gut. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Seit Wochen wissen wir das und wir erzählen es keinem und du denkst so, boah, wenn ihr wüsstet. Und jetzt es zu bekennen, zu sagen, hier passiert etwas in dem Bauch, da wächst etwas, da kommt neues Leben. Aber wenn ich es euch nicht erzähle, werdet ihr es nicht wissen. Irgendwann wird man es wissen, sehen. Aber erst wenn wir es jetzt bekennen und sagen, hey, hier passiert etwas, kriegt die Außenwelt es mit. Und genau das Gleiche ist beim Christsein, bei der Taufe. Das, was du innen drin glaubst, können die Leute von außen schlecht sehen. Sondern du musst es bekennen und sagen, hey Leute, ich bin schwanger, also ich bin Christ. Ich glaube da etwas, das in mir neues Leben geweckt hat. Und das meine ich mit Veränderung bekennen. Du nimmst quasi ein Megafon und du rufst es in die Welt hinaus und sagst, Leute, ich möchte es bekennen. Und wisst ihr, das Verrückte ist, das ist nicht nur ein nettes Add-on zu sagen, hey, wenn du Christ bist, erzähl auch mal anderen davon, das wäre total gut. Sondern in dem Moment, wo du das Megafon nimmst und es rausrufst in die Welt, passiert etwas in der unsichtbaren Welt. Verrückter Gedanke, Gott weiß, was du denkst. Gott kann deine Gedanken lesen, der Teufel nicht.
sondern erst wenn du es laut aussprichst, hört die unsichtbare Welt, was du glaubst und denkst. Und es ist so, so wichtig, dass du das tust, weil es hat Kraft, in der unsichtbaren Welt etwas zu verändern, wenn du das Mikrofon nimmst und sagst, hier ist mein Bekenntnis. Und ich weiß, das muss nicht immer so sein. Sieht affig aus, wenn ich das die ganze Zeit halte. Bei mir war es so, mit 15 habe ich mich taufen lassen in so einem Pool. Und für mich war das damals ein Meilenstein. Für mich hat sich alles verändert, weil ich es laut bekannt habe. Das muss nicht immer sofort so sein, aber bei mir war es so. Ich hatte wirklich jahrelang Zweifel, gibt es Gott wirklich, vergibt er mir, bin ich wirklich gerettet, bin ich gut genug? Und mit der Taufe, zack, war alles klar. Weil in diesem Bekenntnis eine Kraft liegt und es in der unsichtbaren Welt etwas verändert. Vielleicht um ein Missverständnis zu klären, Taufe bringt dich nicht in den Himmel. Du musst nicht getauft sein, um in den Himmel zu kommen. Taufe ist letztendlich nur ein Ausdruck von dem, was sowieso schon in dir passiert ist. Es macht es nach außen sichtbar, ihr bekennt es. Es ist so ähnlich wie ein Ehering. Wer hat einen Ehering? Kann ich mal kurz? Eheringe hoch. Der Ehering macht nicht die Ehe aus. Der Ehering ist ein Symbol für die Ehe. Der Ehering macht etwas sichtbar, was wir beim Standesamt in kleiner Runde bekannt haben. Wir wollen heiraten. Und der Ehering macht es für alle sichtbar. Ist ein Symbol, aber ein Symbol, was wichtig ist, denn alle Frauen wissen, dieser heiße Typ hier ist nicht mehr zu haben. Sorry. Deswegen trage ich einen Ehering. Es bekennt etwas nach außen. Ein Symbol, aber das Symbol hat Kraft, genauso wie die Taufe Kraft hat. Wisst ihr noch den ersten Punkt? Veränderung. Der zweite Punkt? Gut. Wollt ihr noch den dritten Punkt? Nein. Den dritten Punkt habe ich genannt, Veränderung bewirken. Vielleicht eine kurze Geschichte. Wir haben so ein Strandzelt geschenkt bekommen. Kennt ihr diese 3 Sekunden Pop-up-Zelte? Die macht so plopp und dann stehen die am Strand. Kennt ihr die? Haben wir geschenkt gekriegt. Super gute Sache beim Aufbau. So zack, schon steht's. Jetzt kommt's, ihr ahnt's schon. Ich war allein am Strand und sollte es abbauen und bin ein Mann. Und Männer lesen keine Bedienungsanleitung. Wir sagen, wir kriegen das auch so hin. Ich war das Gespött an dem Strand, weil ich versucht habe, man muss so eine 8 falten auf den Boden und es dann zusammenklappen. Diese blöde 8 ist immer wieder auseinandergesprungen. Und ich stand da und irgendwann habe ich YouTube rausgeholt, Tutorial. Und dann Schritt für Schritt hat es funktioniert. Jetzt stell dir vor, du wärst an diesem Strand gewesen und hättest genau gewusst, wie man dieses Zelt zusammenfaltet und hättest da gestanden und hättest, ist der dumm. Aber wisst ihr, genau das tun wir, wenn wir anderen Menschen nicht von der Hoffnung erzählen, die wir haben. Wir haben eine Betriebsanleitung fürs Leben, wir wissen, wie die 8 funktioniert. Und wir erzählen es nicht und wir gucken anderen zu, wie sie vergeblich ihre Ehe irgendwie versuchen wieder zusammenzukriegen, wie sie vergeblich mit Vergebung kämpfen, wie sie vergeblich... Und wir hätten die Antwort und wir erzählen es nicht. Römer 10, sie können aber nur sich zu ihm bekennen, wenn sie vorher zum Glauben gekommen sind. Sie können nur zum Glauben kommen, wenn sie die Botschaft gehört haben. Die Botschaft aber können sie nur hören, wenn sie ihnen verkündet worden ist. Deine Aufgabe ist es, Veränderungen auch bei anderen zu bewirken. Wenn du sie selbst schon erlebt hast, ist es deine Aufgabe, das Feuer weiterzugeben und zu sagen, hey, ich habe eine Hoffnung, bei mir brennt ein Licht und ich möchte es dir weitergeben. Ich möchte auch, dass bei dir Veränderung geschieht. Und ich dachte, wir machen das mal so ganz praktisch. Louis, kann ich dir das mal ganz kurz... Wir geben das mal durch die Reihe, weil ich merke, wenn ihr das anfasst und weitergebt,
dann hat man das nochmal anders irgendwie erlebt. Gebt die einfach einmal durch den ganzen Raum und wieder zurück. Lasst das Feuer durch die Reihen gehen. Symbolisch dafür, dass es unsere Aufgabe ist, anderen auch davon zu erzählen, Veränderung zu bewirken bei anderen. Und vielleicht sagst du, hey, das mit Veränderung erleben und Veränderung bekennen, bin ich drüber, ich bin schon getauft. Dann ist das dein Punkt, dass du rausgehst und anderen von dieser rettenden Botschaft erzählst. Und wisst ihr, ich liebe die Bibel, weil es ist eine gute Nachricht, die wir haben. Wir müssen kein Gericht verkünden. Wir müssen nicht, du sollst dieses, sollst jenes, darfst das nicht. Sondern die Botschaft, die wir haben, ist eine, die befreit, die rettet, die uns freisetzt. Und es ist so cool, dieses Feuer weiterzugeben und zu sagen, ich möchte das bekennen, weil ich so stolz bin, weil es mich so verändert hat. Und vielleicht ist das dein Punkt, den du heute mitnimmst, dass du sagst, ja, ich möchte ein Bote sein. Hier heißt es am Schluss, welche Freude ist es, wenn ein Bote kommt und die gute Nachricht bringt. Bei Luther steht da, wenn Freudenboten kommen, wenn Boten kommen, die Freude verbreiten. Und auch hier habe ich mal nachgeguckt, wo kommt das her, Freudenboten. Und damals war es so, wenn Krieg war, dann kam irgendwann ein Bote vom Kriegsgeschehen zurück und hat die Botschaft verkündet, dass sie gesiegt haben. Der Siegesbote. Und alle in der Stadt haben sehnsüchtig auf diesen Boten gewartet, der die gute Nachricht bringt, wir haben gesiegt. Oder Leute, die gefangen wurden und in Gefangenschaft waren, haben sehnsüchtig auf diesen Boten gewartet, der die Botschaft verkündet, ihr seid wieder frei. Wir haben den Sieg errungen. Das ist das gleiche Bild, der Freudenbote, der rausgeht und diese Freudenbotschaft verkündet. Leute warten sehnsüchtig darauf, dass jemand kommt und sagt, wir haben den Sieg gewonnen. Und du hast dieses Feuer, diese Botschaft und du darfst sie weitergeben an andere, die sie noch nicht kennen. Gut, jetzt fragst du dich, was soll ich ganz praktisch machen? Gut, dass du fragst, vielen Dank. Ich habe drei ganz einfache Punkte. Das erste, was du machen kannst, ist, wenn du morgens aufstehst, sprich ein einfaches Gebet und sag, Gott, schenk mir heute die Möglichkeit, von dir zu erzählen. Macht das mal jeden Morgen und guckt, was passiert. Ich glaube, ihr werdet verrückte Dinge erleben. Das zweite, was du tun kannst, du kannst Unterhaltungen provozieren, indem du vielleicht, wenn du jetzt online zuguckst, die Predigt teilst auf Social Media. Mach das mal. Kommt sofort ein Gespräch zustande. Wenn du vielleicht ein Armband trägst oder einen Fisch auf dem Auto hast oder ein T-Shirt, was auch immer, etwas, was eine Unterhaltung provoziert, wo Leute sagen, hä, was, bist du Angler? Wieso hast du einen Fisch auf dem Auto? Dann könnt ihr erzählen, was euch bewegt. Oder das Dritte, was du tun kannst, lebe radikal, was du glaubst. Sei großzügig, sei liebend, sei vergebend. Und die Leute werden sagen, hey, was ist bei dir los? Wieso bist du so? Ich habe gemerkt, unsere drei Punkte, Veränderung erleben, Veränderung bekennen, Veränderung bewirken, ist mal wieder der Dreiklang der KFO. Wir wünschen uns, dass Menschen Gott kennenlernen, befreit leben und die Gesellschaft positiv prägen. Erleben, bekennen, bewirken. Und ich weiß nicht, wo du heute Morgen stehst, bei welchem von diesen drei Schritten. Aber ich wünsche mir, dass du den nächsten Schritt gehst und sagst, jawohl, ich möchte in meinem Glauben wachsen. Ich möchte weitergehen. Und vielleicht bist du hier und sagst, der erste Punkt, das war meiner. Dieses steinerne Herz möchte ich loswerden. Ich möchte ein Betriebssystem wechseln. Du kannst das heute Morgen machen. Ich möchte jetzt ein ganz einfaches Gebet sprechen. Und wenn du sagst, das bin ich, kannst du das mitbeten. Und wenn du dann noch mutiger bist und sagst, jawohl, habe ich gemacht, wir taufen dich sofort, wenn du willst. Und du kannst es hier und jetzt bekennen. Oder wenn du sagst, ja, zweiter Gottesdienst ist mir lieber, in einer Stunde gibt es noch eine Chance, könnt ihr euch da taufen lassen. Was hindert dich? Vielleicht bist du schon Christ seit 100 Jahren, hast das noch nie bekannt. Hey, warum nicht heute? Warum nicht diesen Schritt gehen? Wir bleiben sitzen.
schließen die Augen und ich möchte mit diesem Gott reden und du kannst mit Gott reden und dein eigenes Gebet formulieren. Vater im Himmel, danke, dass du das steinerne Herz aus unserer Brust nehmen möchtest heute Morgen und dass du es ersetzen möchtest mit einem fleischernen, lebendigen Herzen, dass du unser Betriebssystem nicht verbessern, sondern erneuern möchtest. Und Gott, wir wollen das heute Morgen in Anspruch nehmen, wollen sagen, ja Gott, wir glauben, dass du unsere Fehler bezahlt hast, dass du gestorben und auferstanden bist. Wir wollen das bekennen und wir wollen dich zum Herrn unseres Lebens machen. Lass uns kurz die Augen geschlossen halten. Wenn du das gerade mitgebetet hast, kann ich ganz kurz deine Hand sehen, nur dass ich weiß, was heute Morgen hier so passiert ist. Sehr, sehr cool. Erzähle jemandem davon, mache ich dir Mut. Behalte das nicht für dich, dass die Leute wissen, was in dir passiert, musst du es bekennen. Und Jesus, ich danke dir für jeden, der heute Morgen diese Entscheidung getroffen hat. Und ich bete, dass sie jetzt erleben, wie viel Kraft da drin steckt und dass du Befreiung und Heilung für sie bereithältst. Amen. So gut, wir gucken uns ein Video an von den Täuflingen, die sich gleich taufen lassen. Die erzählen uns, warum sie das machen. Und direkt danach gehen wir die Taufe. Falls du dich taufen lassen möchtest, hier hinten an der Ecke stehen Leute, die haben Badehose, alles bereit. Und ihr könnt direkt dahin kommen und ein Bekenntnis hier vor der unsichtbaren und der sichtbaren Welt machen. Oder im zweiten Gottesdienst geht natürlich auch. Film ab.